Ja, ich bin hier im Skatepark in Colonial Münster, mein Local Park. Und ich erkläre dir heute mal den Rock to Fakie, wie er funktioniert und worauf du achten musst, dass du dich nicht hinlegst, zeige ich dir jetzt. Wir fangen aber an, den Rock to Fakie in der Bank zu machen. Bevor du ihn in der Quarter machst und dort oben am Cooping hängen bleibst, würde ich dir empfehlen, den Rock to Fakie erstmal in der Bank zu machen. Den zeige ich dir mal an dieser Bank hier und an dieser Bank dort hinten, also an der Pyramide, wie der Rock to Fakie funktioniert. So, die Bank hier in der Pyramide, die ist nicht so steil. Jetzt gehen wir zu einer etwas steileren Bank, die ist dort hinten. Da machen wir auch mal gemeinsam einen Rock to Fakie. So, an der Pyramide haben wir einen Rock to Fakie gemacht. Hier haben wir einen Rock to Fakie gemacht. Jetzt gibt es hier noch eine lange Bank hier, also eine etwas höhere Bank hier. Und da machen wir auch mal einen Rock to Fakie. Und wichtig ist auch immer wieder wiederholen. Wiederholen und das Board anheben. Das heißt, auf die Tail drücken, damit du auch über die Kante später am Cooping auch rüberkommst. Jetzt haben wir die Bank hier. Da muss man ein bisschen schneller fahren. Aber der Rock to Fakie funktioniert genauso wie bei den kleinen Banks. So, den zeige ich euch jetzt. So, das war der Rock to Fakie in der langen gezogenen Bank hier im Park. Und jetzt gehen wir langsam zur Quarter. Also bevor du den Rock to Fakie lernst, wirklich an einer Bank, wo kein Cooping ist. Ich zeige euch das mal. Ich würde den Rock to Fakie erstmal hier an so einer Bank machen, wo kein Cooping ist. Weil beim Rock to Fakie musst du in der Quarter, wenn ein Cooping wieder dort hinten ist, das Tail andrücken, also draufdrücken, damit du über die Kante auch kommst. Bei dieser Bank ist jetzt kein Cooping, das heißt, du kannst eigentlich auch zurückrollen. Und das ist der Vorteil, den Rock to Fakie in der Bank zu lernen, damit du einfach erstmal drüber rollst und später das Tail andrückst, damit du auch die Übung hast, über ein Cooping zu kommen. So, jetzt sind wir hier an der Quarter im Skatepark und hier ist ein Cooping dran, wie ihr sehen könnt. Und deswegen empfehle ich euch in der Bank erstmal da Rock to Fakie zu machen, weil wenn du ein Rail hast, also ein Cooping, musst du das Board andrücken, sonst bleibst du auf jeden Fall hier hängen, wenn du nicht aufs Tail drückst. Es muss nicht hoch sein. Also man fährt drauf wie auf einer Bank. Nur hier kannst du nicht mehr zurückrollen, weil sonst bleibst du hier stecken und fällst nach hinten. Deswegen hochfahren, aufs Tail drücken, damit du über den Rail bist und wieder reinfährst. Andrücken, übers Cooping und wieder rein. Und die beste Übung ist natürlich in der Bank das zu machen. Und wenn du das in der Bank kannst mit den Andrücken, dann kannst du es auch am Cooping machen. Nur wichtig ist wirklich, drückt hinten aufs Tail. Und jeden Anfänger kann ich wirklich empfehlen, üben, bis du dich ganz sicher fühlst. Denn bei so einem Cooping kann es wirklich passieren, dass man oben stecken bleibt und nur nach hinten fällt. Und man soll sich ja nicht verletzen beim Skaten. Du willst ja heil durch den Tag kommen. Deswegen wirklich trainieren, üben, bis du ganz sicher bist und den hier am Cooping machen kannst. Ich zeig dir jetzt in der Quarter einen Rock to Fakie mit Cooping. So, das war der Rock to Fakie hier am Cooping in der Quarter. Jetzt noch von einer anderen Position, damit du genau sehen kannst, wie es funktioniert. Das war der Rock to Fakie. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen, wie man den Rock to Fakie am besten lernt und auch schafft. Ich würde dir empfehlen, das in der Bank zu machen und später dann
am Cooping. Aber erst wenn du sicher bist und das Tail andrücken kannst und über dieses Cooping kommen kannst, kannst du ihn auch an der Quarter machen. Bis zum nächsten Video und vergiss nicht, meine Freunde, don't wait, go skate. Und ich gehe auch noch eine Runde rollen.